Ich darf jetzt das Team von Plan B einladen, auf die Bühne zu kommen und bitte Sie, sie mit mir zu begrüßen. Das Team ist aus Oberösterreich angereist. Neben mir darf ich vorstellen den Alexander König, Geschäftsführer von Plan B. Links von ihm in Gelb die Elisabeth Travöger, Entschuldigung, sie ist Krisenpflegemutter. Daneben die Theresa Mühlberger, sie ist die Leiterin der psychosozialen Familienbegleitung bei Plan B und ist die Nachfolgerin von der Julia Eckersdorfer, die noch im Programm steht. Sie kriegt ein kleines Baby und die Theresa ist sozusagen ihr nachgefolgt. Vieles von dem, was hier präsentiert werden wird, hat die Frau Eckersdorfer noch entwickelt und erarbeitet. Und die Theresa wird das präsentieren. Und ganz außen darf ich begrüßen die Barbara Krenn. Sie ist die Leiterin der stationären Krisenbetreuung. Die Präsentation wird in zwei Teilen stattfinden, ähnlich wie wir es heute schon einmal hatten. Zunächst wird der Alexander König über den Implementierungsprozess des SEN-Modells reden und über die Schritte, die sie getan haben und vielleicht auch über die, die noch vor ihnen liegen, das weiß ich nicht so genau. Und dann werden wir sozusagen Fallarbeit live von den drei Kolleginnen erleben. Ihnen ist besonders als Team und als ganze Einrichtung wichtig, dass Sie viele Schritte tun, um Schritt für Schritt den Klientinnen noch besser auf Augenhöhe begegnen zu können. Ja, ich darf Ihnen auch von meiner Seite einen schönen Nachmittag wünschen. Wir freuen uns, hier sein zu dürfen und hoffen natürlich auch, noch einiges Interessantes neben dem, was wir heute schon gehört haben, für Sie parat zu haben. Einleitend darf ich noch ein paar Worte über Plan B bzw. das, was Plan B macht, erzählen, um Ihnen ein bisschen Orientierung zu geben. Sie sehen es hier schon im Hintergrund an der Folie anhand unserer Zielsetzung oder Zielsetzungen, dass unsere Verwurzelung sehr stark im familiären Bereich der Fremdbetreuung von Kindern liegt. Unsere Geschichte hat sehr viel mit Adoption und Pflegefamilien zu tun. Bis zum heutigen Tag ist es einer unserer großen und wichtigen Aufgabenbereiche, diese Familien in ihrer wichtigen und wertvollen Tätigkeit auch zu unterstützen und zu begleiten mit unterschiedlichen qualitätssichernden Maßnahmen. Und wir haben im Laufe der Jahrzehnte unserer Arbeit einen zweiten großen Bereich auch aufgebaut und das ist der der Krisenbetreuung. Ich zeige Ihnen hier im Überblick nur kurz noch unsere Leistungsbereiche so im Übersicht. Das heißt, Krisenbetreuung basiert bei uns auf zwei Gebieten. Einerseits die familiäre Krisenbetreuung. Hier haben wir 40 Krisenpflegefamilien in Oberösterreich flächendeckend verteilt, die kleine Kinder im Alter zwischen 0 und 2 Jahren circa in Krisensituationen betreuen und auch noch zwei stationäre Wohngruppen, jeweils für Kinder und für Jugendliche. Die Inbetreuung brauche ich dank den Ausführungen von Luisa nicht mehr vorstellen, das wurde schon gemacht. Auch das ist sozusagen eine jüngere Ergänzung unserer familiären Betreuung. Und wie gesagt, den Bereich von Pflege und Adoption habe ich schon erwähnt, Beratungsangebote und auch die Plan B Fachakademie, die insbesondere die Betreuerfamilien mit Weiterbildungsangeboten, jährlichen Fachtagungen und auch einer Zeitschrift unterstützt. Das war der Falsche, aber ich wurde instruiert und werde nicht nervös. SEN als Gesamtmodell. Diese Wortwahl gibt ja schon einen Hinweis auch darauf, dass wir ein erweitertes Verständnis, einen erweiterten Zugang auch zu diesem Thema gefunden haben und uns sehr rasch klar geworden ist, dass neben der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema, was ja später auch noch kommen wird, es noch andere Maßnahmen braucht, nämlich auf der strukturellen und auf der Organisationsebene, um die Wirksamkeit
des lösungsfokussierten Ansatzes voll zur Geltung zu bringen. Dass unsere Arbeit am Kinderschutz ansetzt, ist nichts Neues, ist wenig Innovation, klarerweise. Aber wir haben uns auch versucht zu überlegen, wo kann Sehen die größte Wirksamkeit oder eine zentrale Wirksamkeit entfalten. Und wir sind sehr schnell da zu dieser Erkenntnis gelangt, dass die Arbeit mit den Herkunftsfamilien hier einen wunderbaren Ansatz bilden kann, um auch in der Organisation Sehen und Lösungsfokussierung zentral zu verankern. Aber uns wurde auch bewusst, dass wir neben dem, neben der fachlichen, neben der inhaltlichen Arbeit Maßnahmen in der Unternehmenskultur und Unternehmensführung und in unseren Strukturen brauchen, um das auch gut machen zu können. Und ein bisschen aus dieser Praxis in der Kürze der Zeit ist natürlich hier nur ein Abriss möglich, möchte ich Ihnen ein bisschen die Themen näher bringen, mit denen wir uns befasst haben und auch, wie es uns gelungen ist, ja, hier einen Schritt nach vorne zu kommen. Lösungsfokussierung ist ja keine Selbstverständlichkeit. In der Tradition der sozialen Arbeit wissen wir, dass wir eine Bemühung brauchen, uns in unseren Zugängen, in unseren Haltungen zu entwickeln. Ja. Ich habe Ihnen hier einige dieser Stich- und Schlagwörter mitgebracht, mit denen wir uns auch über Jahre hin jetzt versuchen, verstärkt zu beschäftigen und das in unser Selbstverständnis, ins tägliche Handeln auf allen Ebenen der Organisation stärker aufzunehmen. Ja. Sei es dieser grundsätzlich wertschätzende Zugang, ja, sei es die Orientierung an den Ressourcen, an der Aktivierung der Möglichkeiten aller Beteiligten, sei es generell Partizipation, Beteiligungsprozesse zu fördern. Hier haben wir in Oberösterreich nicht nur Plan B alleine, sondern glücklicherweise eine Situation, dass in den letzten Jahren hier ein breiter Diskurs und eine breite Maßnahmen auch möglich geworden sind und auch aktiv vorangetrieben werden. Es geht um Empowerment, es geht wie immer auch um Transparenz, die zu schaffen, auch wir alle wissen das, keine Selbstverständlichkeit und es geht um das Reflektieren der guten Praxis, hier sozusagen laufend diese Schleifen einzubauen, sich zu fragen, was ist gut gelungen, was können wir noch besser machen und was sind unsere nächsten Schritte dazu. Das heißt, es geht auch zu einem Teil darum, und das ist anfangs eine Arbeit, die durchaus mit Widerständen auch versehen ist und wo es schon einiges an Bemühungen und auch Hartnäckigkeit und Nachhaltigkeit braucht, um dran zu bleiben. Das heißt, es beginnt wirklich bei diesen großen Organisationsentwicklungsprozessen. Es beginnt damit, eine Auseinandersetzung mit den Leitbildern, mit dem Leitbild zu haben und sagen, ja, da fehlt uns etwas, das müssen wir aufnehmen. Hier brauchen wir einen Diskurs, wir müssen das hineinschreiben, wir müssen das aber auch aktiv in der Organisation halten und das geht auch wieder über Beteiligung. Das heißt, ein Stück weit geht es darum, top-down aufzulösen und bottom-up zu fördern. Es geht darum, wie gesagt, entsprechende Strukturen zu entwickeln, auch die Prozesse zu überdenken und zu adaptieren und last but not least, Führung neu zu denken. Also für uns ist es ganz klar, dass wir sagen, wir bekennen uns einerseits zu hierarchischen Strukturen als Rahmen, aber es geht darum, wie können wir die Beteiligung hier stärken. Einer dieser Wege für uns ist es gewesen und wird es in Zukunft auch sein, um stärker projektorientiert zu arbeiten, das heißt sozusagen jenseits von Linien- und Stabsorganisationen. Sehr gut und hilfreich waren uns dabei, ja, diese Parallelprozesse, also ich rede jetzt immer noch von der Ebene der Organisation, diese hilfreichen Fragestellungen, diese Zugänge, die wir heute schon oft gehört haben, ja, diese nicht nur in der Fallarbeit zu stellen, sondern auch auf der Ebene der organisatorischen und der Leitungsarbeit. Ja, zum Beispiel, wir haben uns auf Leiterebene einen sogenannten Leitungsteam organisiert und hier versuchen wir verstärkt, ja, diese Fragestellungen hineinzubringen, auch uns zu fragen, was machen wir schon gut, wie ist uns das gelungen, etc., etc., Stichwort
Stichwörter und praktische Beispiele wurden heute schon genannt. Also das wirklich auch auf dieser Ebene zu verankern, ist und war uns wichtig. Ich versuche jetzt nur noch in einem kurzen Abriss sozusagen die Struktur Ihnen näher zu bringen, wie wir das Zen-Modell anfänglich in die Organisation bringen und gebracht haben. Sie sehen hier die Ausgangssituation. Also wir haben diese drei Bereiche, stationäre Krisenbetreuung, familiäre Krisenbetreuung und die In-Betreuung, die sind in unserer Organisationsstruktur als Einheiten gefasst, die jeweils die Arbeit mit den Herkunftsfamilien implizit im System hatten. Das heißt, diese Kolleginnen und Kollegen, Sozialarbeiterinnen und Pädagogen, die mit den Kindern arbeiten, hatten auch zu einem Teil die Aufgabe, mit den Herkunftsfamilien zu arbeiten. Das ist okay, überhaupt nicht negativ, aber wir haben uns dazu überlegt, wenn wir uns dieses System, dieses Hilfesystem anschauen, hat es einen Sinn, auch im Sinn der Beteiligung, und das haben wir dann gemacht, das herauszugreifen in ein neues Team, heißt bei uns psychosoziale Familienbegleitung, und diese Menschen, die dort arbeiten, direkt an die Seite der Herkunftseltern zu stellen und somit eine Parteilichkeit, wenn man so sagen will, etwas pathetisch, auch für die Herkunftseltern zu schaffen. Das heißt, das haben wir gemacht. Wir haben dieses Team gegründet, psychosoziale Familienbegleitung, und bereichsübergreifend arbeiten diese Kolleginnen und Kollegen mit den Herkunftsfamilien in den einzelnen Fachbereichen. Und was Zen betrifft, so sind wir genau diesen Weg gegangen, dass wir gesagt haben, das passt hier hin, und wir versuchen zunächst Zen über dieses neue Team in unsere Organisation hineinzubringen. Die inhaltliche Verankerung, nachdem es eben stringent auch die gesamte Organisation betrifft und betreffen soll, haben wir den Weg gewählt, zunächst eine Grundschulung für alle Mitarbeiterinnen bei uns, inklusive Sekretariat, inklusive Rechnungswesen, um einmal mit einer Grundinformation zu sehen, zu starten, das weiterzuführen, wie auf der vorhergehenden Folie schon sichtbar war, in der psychosozialen Familienbegleitung, das heißt in der Arbeit mit den Herkunftsfamilien, vertiefend und strukturiert zu schulen, die entsprechenden Methoden und Instrumente, mit denen wir arbeiten, zu erproben und einzuführen und weiterzuentwickeln, hier entsprechend Transfer zu machen und von dort wieder weiter von der Arbeit mit den Herkunftsfamilien in die einzelnen Fachbereiche zu gehen und dort stringent wieder weiter vertiefende Schulungen, Wissenstransfer zu starten, Inhalte auszutauschen und die Prozesse und Schnittstellen entsprechend ihrer Notwendigkeiten eben zu klären, zu implementieren und ebenfalls weiterzuentwickeln. Und dazu nicht zu vergessen, sozusagen laufende und rollierende Prozesse auch fix zu implementieren, der Reflexion der guten Praxis. Wir sind aber auch sehr schnell drauf gekommen, dass wir selbst als Organisation in relativ kurzer Zeit, ja, sagen wir das so, ein bis eineinhalb Jahren, eine tragfähige Praxis entwickelt haben. Es jedoch, um die volle Wirksamkeit von Zen zu entfalten, unbedingt notwendig ist, die externen Schnittstellen mit dazu zu denken, sprich in dem Fall die Kinder- und Jugendhilfe in Oberösterreich, und diese Schnittstellen auch zu klären, hier ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, ebenfalls zu schauen, wie spielt das zusammen, welche Methoden verwenden wir, wer macht was, und immer auch mit dieser Möglichkeit, wir dürfen uns getrauen, das zu probieren und an der guten und gelingenden Praxis weiterzulernen. Da stehen wir an einen gewissen Punkt, wo es sicher noch Schritte braucht, da komme ich dann später noch dazu. Ich möchte jetzt aber das Wort weitergeben an meine Kollegin Theresa Mühlberger, die Ihnen über Übergänge etwas berichten wird. So.
Gut, jetzt so ein bisschen praktischeren Teil, beziehungsweise ein bisschen Theorie kommt noch. Ja, die Gestaltung von Übergängen ist uns ein großes Anliegen, also die transparente Gestaltung und die Überlegung, wie kann man diese Übergänge, wenn ein Kind jetzt von der Familie in die Krisenbetreuung kommt, möglichst transparent gestalten für alle Beteiligten, insbesondere halt für die Kinder, damit einfach nicht diese eigene Version der Geschichte entsteht, wenn sich das Kind fragt, was ist eigentlich passiert, warum kann ich jetzt nicht bei meinen Eltern wohnen, wie geht es weiter, wo komme ich jetzt hin, was ist los, wie so diese ganz viele Fragen und die Eltern, also wir haben das halt oft erlebt in der Arbeit mit Menschen in akuten Krisensituationen, dass die Herkunftseltern dann oft nicht die geeigneten Worte finden für die Krise, für die Sorgen, für das, was passiert ist, für das, wie es weitergeht. Manchmal ist es so, dass sie den Grund der Fremdbetreuung auch selber nicht verstehen. Und für die Kinder ist es halt umso wichtiger, dass einfach ihnen klar ist, zu sagen, was passiert ist. Und da haben wir versucht, eben mit Words and Pictures, mit dem Instrument Words and Pictures, gemeinsam mit den Eltern eine Bildgeschichte sozusagen zu entwickeln, wo dann ersichtlich wird oder wo einfach dargestellt wird mit klaren Bildern und kurzen Erklärungen, wie es sozusagen zur Krise gekommen ist, wie es zur Fremdbetreuung gekommen ist, was konkret passiert ist und auch kann man dann weiterentwickeln, wo dann auch abgebildet ist, wo das Kind dann eben aktuell dann ist, in der Krisenwohngruppe oder in der Krisenpflegefamilie, bis hin zu Besuchskontakte dann mit den Eltern, bis hin zu Sicherheitsplanung, die dann auch in Words and Pictures dargestellt werden kann. Ja, für uns ist Words and Pictures einfach so toll, weil man einfach das Erlebte sichtbar machen kann und das auf eine Reflexionsebene dadurch bringen kann. Ja, es dient ein Stück weit der Biografiearbeit, um einfach diesen wichtigen Teil der Biografie der Familie darzustellen. Es bietet eine kindgerechte Darstellung von diesen schwierigen, oft unaussprechlichen Sorgen, Themen für die Kinder und auch für alle Beteiligten. Ja, und das verständlich machen von den Sorgen, also sowohl für die Kinder als auch für die Eltern, für die Erwachsenen. Genau. Ja, wie eh schon erwähnt, ist halt so der eigentliche Anwendungsbereich, wo wir dabei sind, das halt weiter zu erproben, die Erarbeitung einer Bildgeschichte mit den Eltern für die Kinder, wo die Eltern den Kindern einfach erzählen, was halt passiert ist und wie es jetzt weitergeht. Und zusätzlich haben wir noch weitere Anwendungsbereiche bei Plan B gefunden. Zum einen die Darstellung von Inhalten und Abläufen von unserer Arbeit, Immediate Stories und auch Biografiearbeit durch Krisenpflegeeltern. Und da wollen wir Ihnen heute einfach diese Beispiele auch zeigen. Genau, also in der psychosozialen Familienbegleitung arbeiten wir mit den Herkunftseltern und da haben wir eben die Erfahrung gemacht, wie gesagt, so in der akuten Krise und wir lernen die Eltern dann als Familienbegleiter meistens beim Aufnahmegespräch kennen oder kurz davor. Und wir erklären ihnen dann, für was wir jetzt als Familienbegleiter, wofür wir da sind, also für die Sorgen und Anliegen der Eltern, sozusagen, aber oft geht halt diese Info ein bisschen unter, weil es so eine Fülle an Informationen ist und ja, jetzt haben wir uns dann auch überlegt, unsere Arbeit als psychosoziale Familienbegleitung mit Words and Pictures darzustellen und das dann ins Erstgespräch zum Beispiel mit den Eltern mitzunehmen und mit ihnen nochmal gemeinsam durchzugehen, wer wir eigentlich sind und was wir tun, genau. Und da zeigen wir Ihnen jetzt einfach nur symbolhaft
zwei dieser Bilder, also der ganze psychosoziale Familienbegleitung Darstellung besteht aus 8 Bildern und das sind jetzt eben 2 ausschnittshaft, wo symbolisch sozusagen die Familienbegleiterin, der Familienbegleiter die Eltern an die Hand nimmt und zeigt, wir kümmern uns um ihre Anliegen und begleiten sie während der Fremdbetreuung ihres Kindes. Und ein weiteres beispielhaftes Bild ist, wo es dann schon um Sicherheitsplanung geht. Wir schauen uns mit ihnen an, welche Veränderungen und nächsten Schritte nötig sind, damit es ihrem Kind gut geht und es sich sicher fühlt. Danke. So, und ich darf Ihnen jetzt den Ablauf einer Krisenbetreuung mit Hilfe von Words and Pictures präsentieren. Die Idee dazu entstand bei der Vorbereitung für einen Onboarding-Day für unsere neuen Mitarbeiter. Da haben wir uns überlegt, was für die Kinder und die Eltern nicht gut ist, kann doch für unsere Mitarbeiter auch nicht so schlecht sein. Und sie lernen gleich die Methode Words and Pictures kennen. Wobei jetzt die Wörter von mir gesprochen sind und die Bilder werden gezeigt. Hier am ersten Bild sieht man eben eine Sozialarbeiterin, eine Fallführende ruft bei Plan B an, fragt an, sind Plätze frei in der Krisenbetreuung? Dann wird abgeklärt, welche Informationen hat die Sozialarbeiterin. Das kennen Sie wahrscheinlich eh alle, was gibt es schon für Informationen. Genau, dann wird gesagt, ja passt. Dann wird noch ausgemacht, wann kommt ihr. Manchmal brauchen es 5 Minuten, manchmal 2 Stunden. Und dann kommt die Sozialarbeiterin mit den Kindern zu Plan B und der Mutter und dem Vater. Und im Plan B warten schon die Mitarbeiter auf die Kinder und die Eltern. Genau, dann wird eben können sich die Eltern mit den Kindern die Räumlichkeiten ansehen, wo wird das Kind jetzt wohnen, wer ist hier zuständig, mit wem sprechen sie, wenn sie anrufen. Wird geklärt, wann können sie die Kinder wiedersehen, dürfen sie mit den Kindern telefonieren, wen rufen sie an, wenn sie Fragen haben, wer ruft sie an, wenn sich bei den Kindern etwas Akutes tut und so weiter. Dann kommt der Moment des Abschieds. Hier sieht man eine Mutter alleine, die sich verabschiedet von ihrem Kind oder Kindern. Die Frage ist im FKB, das ist die familiäre Krisenbetreuung. Mogli sind die Kinder und Changed Jugendliche. Das ist rein abhängig vom Alter und Entwicklungsstand des Kindes, wo das Kind oder die Kinder hinkommen. So sah es früher aus. Nachdem wir jetzt den Bereich psychosoziale Familienbegleitung haben, sieht das Bild so aus. Die Mutter, der Vater, die Eltern stehen nicht mehr alleine da, sondern sie haben jemanden an die Seite gestellt. Genau, hier sieht man dann eine Besprechung, wo alle Beteiligten an einem Tisch sitzen und eben den Iststand besprechen, was läuft gut, wo sind noch Sorgen, Sicherheitspläne entwickelt werden. Also man merkt schon, es hat sich hier bei uns bei den Besprechungen etwas verändert, auch die Protokollierung dieser Gespräche hat sich verändert, doch das ist ein anderes Words and Pictures. Dann möchte ich übergehen zu den Immediate Stories, was Ihnen ja allen bekannt ist, gehen wir aus. Und bei uns war so die Idee, nachdem die Mitarbeiter oder auch selbst kennt man das, im Stress der Krise oft, was zeichne ich hier für Bild? Keine Idee, jetzt haben wir die Idee entwickelt, wir machen Karteikarten, zurzeit sind es 18, von denen man die herausnimmt, die man benötigt, den Text dazu schreibt und auch noch zeichnerisch ergänzend kann. Das wird verwendet von uns im Plan B, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch mit Magistrat Linz haben wir eine Kooperation, denen stellen wir diese Karteikarten auch zur Verfügung, weil das natürlich das Allerbeste ist, wenn die Kinder in die Krisenbetreuung kommen, schon mit ihrer Immediate Story und sagen können, schau, das hat mir meine Sozialarbeiterin schon aufgezeigt, dass du da stehst und winkst. Jetzt darf ich Ihnen einen Ausschnitt, also ein paar also zeigen von diesen Bildern. Hier haben wir zum Beispiel ein Bild, wo angeläutet wird und eine Familie sitzt zum Beispiel bei einem Tisch. Jetzt haben wir zum Beispiel ein kleines Mädchen gehabt, den haben wir dieses Bild verwendet, den Text dazu geschrieben, fein säuberlich. Und dann sagt die Kleine, wow, nein, das passt so nicht ganz, da fehlen unsere 2 Katzen. Und dann ist man natürlich gefordert, Katzen zu zeichnen. Die dann auch ausschauen wie Katzen. Das ist, ja, sollte es bei der Abnahme oder wenn das Kind zu uns kommt, notwendig gewesen sein, dass die Rettung kommt.
oder ein Polizeieinsatz notwendig gewesen sein. Das nächste Bild ist wieder ein bisschen lebendiger. Das ist zum Beispiel, wenn Kinder aus dem Kindergarten abgeholt werden und zu uns gebracht werden. Und das ist das Bild für Plan B, wo man sieht, dass hier auch andere Kinder wohnen. Das ist nicht alleine, es gibt Spielplatz, die Türen sind offen, es ist niemand eingesperrt. Und es sind Leute da, die sich freuen auf die Kinder und auf die Eltern. Genau, und jetzt darf ich weitergeben zur Frau Trawüger. Ja, als wir als Krisenpflegefamilie begonnen haben, war es mir wichtig, Abläufe der Krisenbetreuung sichtbar zu machen und Veränderungen, Entwicklungen begreifbar und sichtbar durch verschiedene Methoden zu gestalten. Ich habe dann erlebt, wie wichtig es den Kindern, den Herkunftseltern, Pflegeeltern, aber auch uns als Familie ist, Abläufe in der Betreuung zu sehen und die Auseinandersetzung durch das Dargestellte einfach zu erleichtern. Zum Ende der Betreuung stellte sich bei mir jedoch ein Gefühl der Unzufriedenheit ein. Mir fehlte einfach etwas. Das Fotobuch über das Leben in unserer Familie war für mich, für die Biografie des Kindes, zu unvollständig. Es fehlte einfach der Teil, warum das Kind in unserer Familie war oder auch wie der Verlauf der Krisenpflege war. Meine Sorge war, dass einfach ein Stück Geschichte verloren geht, welches im Akt eben keinen Platz findet. Ich wollte einfach Gesehenes und Gehörtes Kindern mitgeben, welches Eltern beim Besuchskontakt und Anbahnungen mir und dem Kind mitgeteilt haben. Und mit dieser Unzufriedenheit lernte ich dann bei der Weiterbildung die Word-and-Picture-Methode kennen. Und ich begann die Krisenbetreuungsgeschichte für die 2,5-jährige Anna, anonymisierte Anna, mit Bildern und Text auf Papier zu bringen. Und aller Anfang ist schwer. Ich stand mir beim Zeichen oftmals selbst im Weg und ein Austausch wäre auch oft wichtig gewesen für mich. Ja, aber es entstand ein Büchlein mit 24 Seiten, das mein Gehörtes und mein Gesehenes wiedergibt. Zur Vorgeschichte der kleinen Anna. Anna lebte mit ihrer Mutter alleine. Die Eltern hatten sich getrennt, als Anna ein Jahr alt war. Die Familie war der Kinder- und Jugendhilfe bekannt, aus den verschiedensten Gründen. Es gab auch immer wieder Unterstützung und Hilfsangebote. Doch die Mutter verschwand immer wieder mit dem Kind und war dann für Behörden, aber auch für den Kindsvater nicht mehr erreichbar. Und eines Tages geschah dann Folgendes. Deine Mama hat am 26.02. bei der Kinder- und Jugendhilfe um Hilfe gebeten. Sie wusste nicht, wo sie mit dir die nächste Nacht schlafen soll. Mir ist auch wichtig, einzuschreiben, wie wer Entscheidungen auch getroffen hat, ob der Richter entschieden hat, wer nach der Reihe halt einfach dabei involviert war. In diesem Fall die Abteilung für Kinder- und Jugendhilfe hat entschieden, dass du vorübergehend in einer Krisenpflegefamilie wohnen sollst. Wie geht es Herkunftseltern mit solchen Entscheidungen? In dem Fall war deine Mutter war sehr aufgebracht, wütend, enttäuscht und traurig über die Entscheidung der Kinder- und Jugendhilfe. Es war aber deiner Mama sehr wichtig, zu wissen, wie es dir geht. Ich erzähle dir, wie dein Leben in unserer Familie ist. Sie erkundigte sich auch immer wieder im Büro von Plan B, ja, wie es dir geht. Bei den Besuchskontakten konntest du Papa und Ruth, das war die neue Frau vom Vater, besser kennenlernen. Ihr hattet viel Spaß, es machte dir große Freude, vom Papa in der Luft geschaukelt zu werden. Dein freudiges Lachen hörte man bis auf den Gang. Deine Mama
teilte Katharina, der Sozialarbeiterin, und mir mit, dass sie einverstanden ist, wenn du bei deinem Vater in Zukunft leben darfst. In der Sprechblase steht das, was die Mutter gesagt hat. Dazu vielleicht gehört noch gesagt, dass die Mutter zu keinem Gerichtstermin gekommen ist, aber sie hat es jemandem mitgeteilt. Deine Mama hat es, so gut es ihr möglich war, für dich gesorgt. Das ist jetzt ein Schwank in unser Leben mit ihr auch. Es ist mir wichtig, immer auch mitzugeben, was die Kinder gern gemacht haben, was ihnen in schwierigen Situationen geholfen hat. Wenn es dir nicht gut ging, hat es dir geholfen, in der Natur zu gehen und laufen zu können oder von Heinz getragen zu werden. Du liebst Sprachen, damit zu spielen macht dir großen Spaß. Rumänisch hast du mit deiner Mama gesprochen, Deutsch mit uns und auch mit deinem Papi. Mazedonisch brauchst du für dein neues Leben mit Papa und Ruth. Deine Lieblingswörter in der Zeit bei uns siehst du auf dem Bild. Ja, die Reaktionen der Kinder auf das Büchlein sind, dass sie es immer wieder anschauen wollen. Sie wollen es verstehen lernen und sie wollen und können es auch mitgestalten, worüber sie dann auch sehr stolz sind, wenn sie es in der Hand haben. Manche finden sehr treffende Worte auch dafür. Manche finden durch meine Bilder und meine Worte eigene Wörter, die ihnen vorher nicht möglich waren, auszudrücken. Fröhliches wie auch Trauriges. Und es bringt allen mehr Ehrlichkeit, Offenheit, Wertschätzung, mehr Klarheit und Sicherheit. Ich höre aber auch von Eltern Verwunderung, dass für ihr Kind ein Buch gemacht wird. Ich habe aber auch schon Teile Eltern mitgegeben, weil sie es wollten. Mir sind die Kinder und Familien wichtig, die ich ein Stück ihres nicht einfachen Lebens begleiten darf. Und ich möchte sie motivieren, Dinge, Methoden auszuprobieren, einfach offene Augen und Ohren zu haben und vielleicht auch einen langen Atem oft und den Mut, schwierige Fragen klar und wohlwollend auch zu stellen. Dankeschön. Und wie es sich für Sen gehört, zum Abschluss ein kleiner Ausblick, die nächsten Schritte. Wir haben über, gehe ich weiter zur letzten Folie. Wir haben mit Zen gelernt, dass wir etwas ausprobieren dürfen und dass sich dieser Mut, etwas zu versuchen, lohnt. Also insofern wird es wichtig sein für uns, diese gute Praxis laufend weiterzuführen, zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Das ist so die eine Seite. Auf der anderen Seite geht es aber, wie vorhin auch schon erwähnt, stark darum, die Schnittstellen nach außen, insbesondere zur Kinder- und Jugendhilfe, weiterzuentwickeln. Da haben wir jetzt ein Projekt mit dem Magistrat Linz begonnen, wo es darum geht, die Abläufe, die übergreifenden Abläufe in der Krisenbetreuung, da gibt es zu Ihrer Information in Oberösterreich einen standardisierten Ablauf. Es gibt ein Rahmenkonzept dazu, wie das zu funktionieren hat. Also das zusammenzuführen, einerseits zu klären, wer macht was in der täglichen Praxis, aber auch, wie können wir das in der Dokumentation und im Endergebnis in der sozialen Diagnose abbilden, so dass diese Dokumente von Sen geleitet sind. Für uns wäre es nicht ganz befriedigend, wenn die SEN-geleiteten Dokumente als Anhang der bestehenden Dokumentation sozusagen hinten liegen. Ja, aus unserer Sicht wäre es besser, das zu integrieren und SEN handlungsleitend ganz vorne zu haben. Eine gute Möglichkeit, eine gute reflektierte Weiterentwicklungspraxis zu haben, ist es auch übergreifend, strukturierte Fallanalysen und Fallbesprechungen
zu machen, nach deutschem Modell, wo das ja zum Teil zumindest im Schadensfall von Kindern auch verpflichtend ist. Das können wir intern in unseren Fachbereichen sofort umsetzen. Wünschenswert erscheint das aber auch, übergreifend so zu verstehen, dass es Fallbesprechungen außerhalb der laufenden Notwendigkeiten auch mit Behörden und sonstigen Beteiligten geben kann. In diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diese wunderbaren Einblicke, für diese Vielfalt. Und was mir so bewusst geworden ist, wie viel passiert ist und wie viel ihr gearbeitet habt und dass offensichtlich noch die Reise weitergehen wird. Vielen Dank noch einmal.